Der Wille zur Dienstleistung, ausgesprochene Kundennähe und die Innovationskraft bei der Entwicklung neuer Technologien in der Medizintechnik sind die entscheidenden Faktoren, die Heinen und Löwenstein zu einem führenden medizintechnischen Unternehmen gemacht haben. Mehr als 1150 Mitarbeiter arbeiten im Außendienst sowie in 28 Niederlassungen und 140 Schlaf-Atemzentren mit Einsatzbereitschaft, hoher Identifikation und großem Fachwissen für die Gesundheit und Lebensqualität der Patienten. Wir stellen medizintechnische Versorgung sicher an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr. Unser medizintechnisches Leistungsspektrum bauen wir dabei kontinuierlich aus. In Partnerschaft mit weltweit führenden Herstellern ist Heinen und Löwenstein aus Bad Ems Wegbereiter und Marktführer in neuen Fachdisziplinen wie der Schlaf- oder Beatmungsmedizin. Auch in Zukunft werden wir medizinische Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Niveau anbieten und wo immer möglich noch verbessern. Dies ist ein Versprechen an unsere Patienten und ein Anspruch, der unseren Erfolg als Unternehmen begründet hat. Mehr erfahren Sie unter www.hul.de. Die Firmenphilosophie zeichnet sich insbesondere durch eine große Kundennähe aus. So steht an oberster Stelle die Kundenzufriedenheit, die zum einen durch Vielfalt an qualitativ hochwertigen Produkten und zum anderen durch flexible und fachkompetente Beratung gewährleistet wird. Convertrea ist in der Marktstraße in Bad Ems mit einem Standort vertreten. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.conmed-rea.de. Die Emser Therme ist eine der modernsten und attraktivsten Wohlfühlthermen Deutschlands in Bad Ems bei Koblenz gelegen. Als jüngstes Mitglied der Cannabischer Collection wurde die neue Emser Therme im Dezember 2012 eröffnet und ist Teil ausgewählter, marktführender Thermalbäder. Mit einem Fokus auf Gesundheit, Erholung und Wohlbefinden zeichnet sich die Emser Therme aus. Basierend auf den vier Säulen der Entspannung erwartet den Gast ein Erholungskonzept aus Kreislauftraining durch Bewegung, wechselwarmen Badeverfahren mit Bad und Sauna, körperlicher Erholung in Wellnessbehandlungen und mentalen Ruhezeiten. Werden diese Erkenntnisse mit einer wunderschönen Atmosphäre kombiniert, erleben die Gäste auf 5500 Quadratmeter Thermenlandschaft, Saunapark, Wellnessgalerie, Fitnesspanorama und ein Restaurant mit Entspannung auf höchstem Niveau. Die Bad Emser Therme zu finden mitten in der Kurstadt Bad Ems. Mehr Informationen unter www.emser-therme.de. Wer kennt sie nicht? Die berühmte Emser Pastille, die in der Kurstadt an der Lahn ihren Ursprung hat und in Bad Ems seit vielen Jahrzehnten hergestellt wird. Von hier aus wird sie weltweit vertrieben und ist nicht nur bei berühmten Sängerinnen und Sängern ein gefragtes Mittel für eine hervorragende Stimme. Siemens & Co. produziert und vermarktet in verschiedenen europäischen Ländern hochwertige OTC-Arzneimittel sowie Medizinprodukte unter starken Marken und sind auf ihren Segmenten Marktführer. Mehr Informationen unter www.emser.de. Ayurveda, für uns eine Herzensangelegenheit. Nach den überlieferten Texten stellen die großen Weisen des Ayurveda die Erfüllung eines uralten Menschheitstraums in Aussicht, ein gesundes, glückliches und langes Leben. Ayurveda liegt so nah. Wir wollen die edle Vision dieser ältesten Menschheitsmedizin auf einer seriösen, wissenschaftlich fundierten Grundlage zu einer gelebten Realität für möglichst viele Menschen werden lassen. Hier mitten in Deutschland in der Kurstadt Bad Ems. In unserer von Stress, Anspannung und Zunahme von Erkrankungen geprägten Zeit wollen wir ein Ort für perfekte Gesundheit sein. Wir möchten unsere Gäste dabei unterstützen, ein gesundes, erfülltes und von der Selbsterfahrung geleitetes Leben zu führen. Mit einer gesunden ayurvedischen Tagesroutine und entspannter regelmäßiger Meditation gelingt uns das täglich. Umso mehr freut es uns, auch anderen Menschen dieses einfache, effiziente Heilsystem zugänglich machen zu dürfen. Zufriedenheit spricht sich rum. Mehr als 20.000 Gäste haben uns auf dem Weg seit der Eröffnung begleitet, viele Zeitungen und Fernsehsendungen über die Klinik in Bad Ems berichtet. Vorbeugung, Verjüngung, Revitalisierung und Heilung. Nicht weniger ist es, was Menschen seit jeher von Ayurveda erwarten. Nicht weniger ist unser Ziel. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.ayurveda-badems.de. Michaela Becker betrachtet den Menschen als Ganzes und macht daher eine umfangreiche Anamnese. Ursachen körperlicher und seelischer Beschwerden müssen erkannt und behandelt werden. Nur so kann ein langfristiger Behandlungserfolg erzielt werden.
Mehr Informationen unter www.naturheilpraxis-michaela-becker.de. So unterschiedlich wie die Bedürfnisse eines jeden Menschen, so vielseitig ist auch das Angebot der Stiftung Diakonie Friedenswarte in Bad Ems. Die Leistungen reichen von Altenheimen über betreutes Wohnen bis hin zu ambulanten Pflegediensten, die Patienten in den eigenen vier Wänden betreuen. Neben der Einrichtung für Seniorinnen und Senioren bietet die Diakonie Friedenswarte auch Essen auf Rädern, einen mobilen Pflegedienst oder auch eine moderne Wohnanlage, die barrierefreies Wohnen als Grundlage hat. Mehr Informationen unter www.diakoniewerk-friedenswarte.de. Wasser ist nicht nur gesund und ein idealer Durstlöscher, es ist auch hervorragend zum Neutralisieren der Geschmacksrezeptoren geeignet. Gerade ein mineralstoffreiches Wasser mit hoher Hydrocarbonatkonzentration wie das Bad Emser Kränchen. Genau diesen Anspruch erfüllt das Emser Kränchen Tafelwasser, um nur ein Leistungsspektrum der Staatsbad Bad Ems GmbH hier besonders zu erwähnen. Die Kurwaldbahn und das Kurhaus mit all seinen Räumlichkeiten, wie den Marmorsaal oder das Kurtheater, gehören genauso zum Spektrum der Staatsbad Bad Ems GmbH wie der große und großzügig angelegte Kurpark, den man mitten in der Stadt findet. Für Gäste der Kurstadt gibt es eine neue Karte, mit der man viele Einrichtungen und Angebote der Staatsbad Bad Ems GmbH zu günstigen Konditionen nutzen kann. Die neue Kaiserkart der Staatsbad Bad Ems GmbH. Mehr Informationen unter www.staatsbad-badems.de. Dentallabor Pörschke. Leistung beweisen, Wissen vermitteln, Erfahrung weitergeben. Das ist seit 1977 unser Qualitätsanspruch. In unserem Labor in Bad Ems ist Wertarbeit der kürzeste Weg zur Qualität. Langjährige Berufserfahrung, Präzision, Fortbildung und Wissenstransfer bilden die Basis für zufriedene Patienten, die die formvollendete Ästhetik und höchste Funktionalität ihrer neuen Zähne zu schätzen wissen. Mehr Informationen unter www.zahntechnikinfo.de. Die Sonnenapotheke Bad Ems besteht in der Kurstadt seit dem Jahre 1952. Mit den Ansprüchen der Zeit hat sich auch das Ambiente geändert. Die Räumlichkeiten wurden den Bedürfnissen angepasst, die Umgebung hat sich enorm verändert. Starke Serviceleistungen und Parkplätze direkt vor der Tür sind hier inbegriffen. Mehr Informationen unter www.sonnenabo.net. Die AOK-Klinik Bad Ems ist eine Fachklinik für kardiologische und orthopädische Rehabilitation und liegt landschaftlich reizvoll direkt am Flüsschen Lahn im traditionsreichen Kaiserbad Bad Ems. In der spezialisierten Klinik werden Patienten behandelt, die beispielsweise nach einem Herzinfarkt oder einer Hüftoperation wieder fit in den Alltag kommen sollen. Wir möchten, dass sich unsere Patienten in Bad Ems wohlfühlen und möglichst schnell wieder an alte Leistungsfähigkeit anschließen können. Dazu bieten wir in der AOK-Klinik Bad Ems moderne Medizin in Kombination mit einem herausragenden Service und komfortabler Unterbringung. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.helios-kliniken.de/bad-ems. Seit 25 Jahren steht die Praxis für Physiotherapie HEM Patienten in Bad Ems mit höchstem Engagement und Mitgefühl zur Seite. Die Therapeutinnen und Therapeuten bilden sich ständig fort, um eine qualitativ hochwirksame und effektive Therapie zu gewährleisten. Freundlich, kompetent und mit modernster Technik ausgestattet. Die Praxis für Physiotherapie HEM in Bad Ems, mitten in der Römerstraße. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.physio-hem.de. In der neu errichteten und modernen Praxis wird die Gesundheit der Patienten erhalten und gepflegt. Die maßgeschneiderten, individuell abgestimmten Methoden sind der Schlüssel zu einer langfristigen Verbesserung der Gesundheit und der Erhaltung der Lebensqualität. Mehr Informationen über das Physiotherapiezentrum in Bad Ems erhalten Sie unter www.pz-badems.com. Die Paracelsus-Klinik Bad Ems sichert als Akutkrankenhaus die stationäre Patientenversorgung des mittleren Rhein-Lahn-Kreises sowie des angrenzenden Westerwald-Kreises. Die Fachabteilungen haben darüber hinaus spezialisierte Schwerpunkte gebildet, die Patienten aus einem weit größeren Einzugsgebiet schätzen. Mehr Informationen unter www.paracelsus-kliniken.de/bad-ems.